Hallo und herzlich willkommen zu den Monatsbotschaften. Ja, es ist mal wieder soweit. Mitte Oktober bis Mitte November werde ich jetzt die Legungen machen. Hier jetzt in diesem Video bist du natürlich genau richtig, wenn du wissen möchtest, was es bei der 1 für die nächste Zeit auf sich hat. Wenn du selber eine 1 bist von der Lebenszahl her, das heißt, du hast dein Geburtsdatum komplett zusammengerechnet, Zahl für Zahl für Zahl für Zahl, immer ein Plus dazwischen gesetzt. Dann zwischen jede einzelne Zahl. Also die 30 ist nicht die 30 und dann geht es weiter, sondern du rechnest 3 plus 0. Ich hoffe, das ist klar. Ich sage es nur mal so für den Fall der Fälle, dass du hier neu bist und das noch nie gemacht hast und noch nie was davon gehört hast. Also, der Einser-Typ heißt, du hast alles zusammengerechnet und kommst am Ende auf eine zweistellige Zahl und ja, und dann rechnest du nochmal zusammen und kommst auf eine 1. Und das ist das, was hier in diesem Video stattfindet. Falls dich die Numerologie grundsätzlich interessiert, beziehungsweise dein persönliches Geburtsdatum, was es individuell für dich bedeutet, deine Berufung, dein größtes Talent, dein momentaner aktueller Auftrag, was ist jetzt für dich wichtig, was ist deine Aufgabe? Wir haben alle Aufgaben, jeder hat unterschiedliche. Aber was es konkret für dich individuell bedeutet, da biete ich jetzt aktuell Kurzbotschaften an, also Kurzanalysen an, war das Wort. Kurzanalysen an, die ich dann per WhatsApp und Telegram versende. Und wenn dich das interessiert, dann melde dich gern bei mir, bist mit 55 Euro dabei und bekommst eine Menge Input, das kann ich dir versprechen. Also für den Fall, dass die Investition in dich selbst dir das wert sein sollte, dann wie gesagt, herzlich gerne. Und wenn du dich für die weiteren Zahlen erstmal so grundsätzlich interessierst, habe ich hier auch unten in der Videobeschreibung ein Video drin, wo es darum geht, dass du dir die Zahlen 1 bis 9, so die Grundtypen mal anschauen kannst. Was bedeutet dann die 1, 2, 3 und so weiter? Bis 9 geht das ja. Okay, also dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ich werde jetzt hier für die Einser erstmal drei Karten ziehen. Diese drei Karten, es kann auch sein, dass noch eine vierte rausfällt, aber so pauschal drei Karten, wo ich sage, das ist ein Signifikator für den Monat. Die zweite Karte ist dann für das, in welcher Schwingung du dich jetzt aktuell gerade befindest. Und das dritte ist dann, wo für dich die Reise hingeht. Und dann habe ich noch Orakelkarten und dann schauen wir mal, was hierbei letzten Endes rauskommt. Also als allererstes geht es jetzt los, die 1. Was ist denn der Signifikator für den Monat Oktober bis Mitte Oktober bis Mitte November für die 1? Die 1er, das sind natürlich Typen, die sind kreativ. Da geht es um Zuversicht, Kreativität. Da geht es darum, um Selbstbewusstsein. Da geht es um Ideen, Pioniergeist. Ja, der Wille, ich will. Also es geht auch um natürlich das, was du selbst willst, die Richtung. Was haben wir denn noch? Ja, das sind auch Erfinder zum Beispiel, ne? Erfinder, Lehrer, auch Verkäufer. Und schauen wir mal, wie es. Was haben wir denn noch hier? Dumpti-dumpti-dumm, Verkäuferleiter. Individualisten sind es auch übrigens, ne? Individualisten. Und sie können auch sehr egozentrisch sein und sehr egoistisch sein. Das ist dann die negative Variante davon. Aber grundsätzlich geht es natürlich darum, dass mit der Eins alles anfängt und der Start und so weiter und so fort. Das heißt also, sind da, wo Eins ist, ist ganz weit vorne. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier bekommen. Eins, zwei und so, okay. Unterer Kartenrand kommt auch noch, aber erstmal nehme ich jetzt diese. Also, wo der Signifikator für den Monat Mitte Oktober bis Mitte November. Was haben wir hier? Wow. Wir haben hier die Welt. Keine geringere als die Welt, würde ich mal sagen. Die Welt ist natürlich der Abschluss. Das ist die Karte, wo Vollendung angezeigt wird. Etwas hat sich vollendet. Ein Kreislauf hat sich geschlossen. Etwas darf wieder komplett neu losgehen und zwar auf einem höheren Level. Und die 10 zusammengenommen zu 1, was höchstwahrscheinlich ist, dass du diese Zahl halt so hast, da geht es auch eben um das Besondere, um das höhere Level. Das heißt also, möglicherweise geht es für dich jetzt im Oktober, November darum, tatsächlich etwas Altes ja auch wirklich gehen zu lassen. Das hat sich vollendet, es ist vorbei, es ist abgeschlossen. Das ist dann auch
schon mal eine gute Geschichte, ein guter Hinweis. Vielleicht ist es so, dass du halt merkst, nein, in deinem alten Job funktioniert es nicht mehr oder in der alten Wohnung funktioniert es nicht mehr. Es ist jetzt Zeit zu gehen, die Partnerschaft hat sich erfüllt. Was auch immer, auf jeden Fall geht es hier darum, dass sich etwas erfüllt hat, dass man sozusagen ja, auf seinen Platz kommt und dass dann eben das von neuem etwas losgehen darf. Dann gucken wir mal, in welcher Energie du denn jetzt bist. Da haben wir die neuen Stäbe. Möglicherweise fühlt sich das für dich aber noch gar nicht so an. Vielleicht hast du gerade das Gefühl, du hast doch mit so alten Sachen irgendwie in irgendeiner Form zu kämpfen. Du kommst nicht so richtig vorwärts, weil alte Sachen noch, ja, es sind noch Verletzungen da. Du musst noch irgendetwas klären. Also du stehst kurz vorm Durchbruch. Du stehst vielleicht kurz davor, etwas zu beenden, aber noch funktioniert das nicht ganz so. Das ist jetzt aktuell deine Schwingung. Und ja, da kannst du ja mal gucken, inwiefern was es da genau ist. Das sind ja der Blick in die Vergangenheit löst ja dann oftmals die Dinge, die wir, ja, die wir so mit uns rumtragen. Vielleicht hast du Verletzungen in dir noch. Und hast sie nie wirklich aufgelöst. Also diese Dinge sind da halt spielen eine Rolle, damit wir nicht so richtig vorwärts kommen. Das hält uns dann zurück. So, wohin geht die Reise? Die Reise geht Action of Wands. Die Action of Wands, du siehst hier unten rechts, das ist ein Reiter, ne? Kann man noch erkennen. Das ist der Ritter der Stäbe. Und der Ritter der Stäbe. Das ist ganz witzig, weil wir haben hier zweimal Stäbe, ne? Wir haben hier einmal, oh, ich sehe gerade die Sonne, die ist ganz schön intensiv. Ich werde mal eben hier ein bisschen für Abhilfe schaffen. So, zack, wie durch Zauberhand. So, ne, das geht ja nicht mit den Lichtverhältnissen. So, okay. Also Ritter der Stäbe. Ritter der Stäbe bedeutet, das ist der Ritter der Leidenschaft. Der ist ungeduldig, der möchte voran, der möchte das leben, wofür er hergekommen ist. Der brennt für etwas. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du natürlich diese Energie, in der du jetzt gerade noch bist, hier mit den ganz süßen Schildkröten übrigens, aber dass diese Karte sagt halt, neun der Stäbe sagt, da sind alte Verletzungen, die du noch nicht überwunden hast. Und die gilt es zu klären. Es geht grundsätzlich um die Vollendung von etwas. So, und die Vollendung von etwas heißt oftmals auch oder beinhaltet oftmals auch eben Altes abzuschließen, Altes loszulassen, sich genau darüber klar zu werden, was darf gehen, was darf bleiben. Wir haben ja auch immer noch jetzt mal abgesehen von der Numerologie, aber astrologisch gesehen haben wir hier natürlich auch die Situation, dass der Jupiter und der Uranus momentan immer noch bis Ende des Jahres und Anfang nächsten Jahres rückwärts laufen. Der Uranus ist der Systemsprenger, der Rebell. Der Jupiter will alles vergrößern. Der Jupiter, der Uranus will alles neu machen und verändern. Und der Jupiter sagt, ja, cool, wo geht die Reise hin? Was darf jetzt hier manifestiert werden? Wo darf das Glück Einzug halten? Und Einzug halten darf es natürlich immer dort, wo ein Mensch bereit dafür ist, wo er sagt, ja, ich gehe meinen Lebensweg, ich gehe den Weg des Herzens. Und da geht für mich die Reise hin. Also schau nach, was da nicht deinem Herzen entspricht, was dir nicht mehr entspricht. Beende das und erkenne vielleicht auch, vielleicht hast du auch bisher das noch nicht so erkannt, wo es zu Ende ist. Vielleicht möchtest du Dinge noch gar nicht so wahrhaben. Vielleicht möchtest du dir eine alte Verletzung hier mit den neuen Stäben noch gar nicht so gerne anschauen, aber ich kann dir eins sagen, du kommst nicht drum herum. Also irgendetwas ist da, was dich noch an der Vollendung behindert. Das ist deine aktuelle Energie. Und wenn das erstmal durch ist, wenn du das los hast, also das sind sozusagen so ein bisschen wie, als wenn einer so am Rockzipfel festhält und man nicht richtig von der Stelle kommt, dann kannst du plötzlich losschießen. Also irgendwas ist da in dir, was auch möchte, was losgehen möchte. Und da soll die Reise auch für dich hingehen. Du sollst ja das leben, wofür du innerlich in Anführungsstrichen brennst. Dafür musst du die alten Sachen abschließen. Das haben wir am unteren Kartenrand. Also das ist halt, wie gesagt, jetzt für den Mitte Oktober bis Mitte November. Wir haben diese starken Energien. Also auch, wie gesagt, überall im Feld. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir genau in uns reinfühlen. Was darf bleiben? Was kann weg? Was möchte ich vermehren? Bei manchen ist es natürlich auch so, dass sie aufgrund ihrer eigenen Jahresschwingung, sag ich jetzt mal so, tatsächlich, wo es ja mehr um Abschied geht, um Loslassen geht. Und bei anderen geht es darum, okay, das haben sie schon erledigt, dann geht es jetzt darum, neu zu starten.
Und du wirst in dir fühlen können, um was es bei dir geht. Wir haben ja interessanterweise, heute, wo ich das Video aufnehme, ist der 11. Oktober übrigens. Und ab heute wandert der Pluto wieder vorwärts im Steinbock. Da kannst du auch mal schauen, wo hast du Steinbock, in welchem Haus. Und da kannst du dann mal schauen, zusätzlich, wo geht da für dich jetzt vielleicht wieder etwas ein bisschen mehr vorwärts und hört auf, stagnierend zu sein oder du hast die Themen gelöst und da darf das jetzt wieder vorangehen. Also für den Fall der Fälle, dass du da noch am Arbeiten bist an alten Sachen, dann löse das jetzt. Am unteren Kartenrand haben wir die 7 Schwerter. Das ist eine spannende Karte. Du siehst, dass dieser Leopard hier ziemlich gut getarnt ist. Und im klassischen Deck heißt es, dass ja, da ist ein Dieb, weißt du, der schleicht sich in das feindliche Lager, klaut die Schwerter und versucht dann ungesehen davonzukommen. Also wo geht's darum, wo bist du vielleicht noch nicht ehrlich? Das würde dann auch hier dazu passen, was ich gesagt habe, vielleicht gibt es da eine Verletzung, wo du noch nicht so ganz so gerne hinschauen möchtest. Wo möchtest du Dinge vielleicht nicht wahrhaben? Vielleicht traust du dir auch einfach ein paar Sachen gar nicht zu und denkst da gar nicht, deshalb gar nicht drüber nach, weil du sagst, na, ich kann das doch nicht machen. Oh nee, also ich konnte das noch nie und so weiter. Aber du bist eine Eins und eine Eins ist erstmal aufrecht stehend. Eine Eins möchte gerne nach vorne. Eine Eins möchte ihre Visionen leben. Die möchte auch vielleicht in die Selbstständigkeit gehen, weil Eins per se gehört schon mal in die Selbstständigkeit. Das ist so. Das sind Führungspersönlichkeiten. Also ist die Frage, was machst du damit, ne? Und wenn du sagst, nein, da kann ich mir überhaupt nicht vorstellen und so weiter, ich bin auch nur so ein kleines Licht, dann ist es schlicht und ergreifend nichts anderes als die Geschichte, die du dir über dich erzählst. Es heißt nicht, dass das nicht von der Veranlagung her bei dir ist, sondern das heißt nur, dass du es nicht lebst. Und das ist übrigens auch so ein Punkt, ne? Dass die Zahlen lügen nicht. Aber wir erzählen uns Geschichten über uns selbst. Und vielleicht fragst du mal jemand anderes, ob der in dir tatsächlich Führungsqualitäten sieht, die du bisher vielleicht noch gar nicht so wahrgenommen hast. Kann auch alles möglich sein, weil unser Umfeld sieht uns oftmals anders, als wir halt selber uns einschätzen. Also, wir haben hier den als unterliegende Energie wirklich das Ding mit der Authentizität. Wo bin ich nicht ehrlich? Wo versuche ich mich drum zu drücken? Wo versuche ich irgendwie mit irgendwas davon zu kommen, um es möglicherweise mir gar nicht anschauen zu müssen? Vielleicht hoffe ich, dass der Kelch an mir vorübergeht und so weiter. Aber das geht nicht mehr. Wir sind wirklich aufgefordert, in dieser Zeit, in dieser sehr, sehr intensiven, energetisch hochschwingenden und wirklich intensiven Zeit halt, wie gesagt, mal genau hinzuschauen, ganz ehrlich mit uns selbst zu sein, weil nur das bringt uns weiter. Ja, dafür sind wir hier, dass wir genau diese Dinge eben lösen für uns. Ist das nicht spannend? Also der Oktober, November, das scheint hier noch ein bisschen Arbeit für die Eins zu sein. Ich hoffe, du kommst damit klar. Es ist intensiv und es kann anstrengend sein, aber es ist ja auch immer so befreiend. Also wenn du letztendlich diese alten Dinger loslässt, dann puh, ne? Und hier der Schmetterling. Die Schmetterlinge stehen ja sowieso für Transformation. Also das heißt, wenn die erstmal durch sind durch ihr Kokon, sich da boxt haben sozusagen, sich davon diesem Kokon befreit haben und ihre Transformation abgeschlossen haben, dann sind sie frei und können flattern und machen und tun. Deswegen ist doch das wollen wir doch auch. Wir wollen doch frei sein, wir wollen doch fröhlich flattern und ein schönes Leben haben. Das können wir aber nur, wenn wir wirklich unsere alten Verletzungen ablegen. Also die 9 der Stäbe ist hier wirklich nochmal ein toller Hinweis. Jetzt möchte ich ganz gerne nochmal mit den Lenormand-Karten, ach so, ich habe die Karten übrigens auch natürlich unten in der Videobeschreibung, falls es dich interessiert. So, jetzt wollte ich mal Mitte Oktober bis, ja, dumpti-dumpti-dumm. Schlüssel, der Schlüssel steht für den Erfolg. Ja, der erfolgte Erfolg. Also, vielleicht hast du ein Schlüsselerlebnis. Vielleicht ist das ein Erlebnis, wo dann plötzlich Klarheit da ist. Vielleicht erkennst du etwas. Vielleicht ist es wirklich so, dass du auf einmal die super Erkenntnis hast. Und sei neugierig, sei offen. Überprüf mal in dir, was ist mit deiner Lebensfreude? Was ist mit deiner Umsetzungsfreude, mit der Umsetzungskraft? Was ist mit deiner Neugierde? Schau mal, ob du da nicht vielleicht zu sehr in alten, festgefahrenen Situationen steckst und vielleicht mal ein bisschen mehr Spontanität gebrauchen könntest, um mal ein bisschen neue Dinge zu erleben, neue
neue Wege zu gehen, neue Orte zu sehen und so weiter und so fort. Die drei, deswegen erzähle ich hier so viel über diese Qualitäten, weil die drei steht für die Lebensfreude. Ja? Die eins und die zwei ergibt die drei. Also, und das Kind sozusagen ist das, was in die Welt hinausgeht, was unabhängig sein möchte. Die eins möchte ebenfalls unabhängig sein. Und zusammengenommen gibt das eine 6, abgesehen davon ist das eine Meisterzahl. Haben wir hier mit der 6 dann auch wiederum die Umsetzung. Also das ist auch die 3 ist eine praktische Zahl. Also vielleicht geht es darum, dass du tatsächlich ganz praktisch in die Umsetzung kommen solltest, dass du nicht zu viel mit deiner 1 im Kopf rumdenkst, je nachdem, was du sonst noch für Zahlen in deinem Geburtsdatum hast. Aber dass du aus dem Kopf in die Umsetzung kommst und von dem, ja, vielleicht ist das auch einfach nur das, was dich daran hindert, dass du alte Glaubenssätze hast, wo du dich nicht traust, etwas zu tun. Und vielleicht geht es jetzt darum zu sagen, Schiet drauf, ich mach's trotzdem, ich habe da jetzt Lust zu. Und dann ist nämlich hier das Pferd, die Leidenschaft, der Ritter der Stäbe. Dieses Galoppieren, dieses Vorangaloppieren und dieses, ja, jetzt komme ich, das ist wieder Löwe-Schütze-Energie übrigens hier mit dem Ritter der Stäbe. Da ist eine Menge Power hinter. Da ist wirklich Kraft und auch Freude und Lebensfreude. Ja, also da geht es darum, in die Umsetzung zu kommen. Und ja, auf jeden Fall steht hier Erfolg ganz weit oben. Etwas erfolgt und könnte sehr erfolgreich sein. Gerade wenn du hier im Hinblick auf diese Hemmungen und Verhinderer, alte Verletzungen und so weiter, das hat so einen Aufbruch im wahrsten des Wortes, aufbrechen, ne? Etwas aufbrechen. So einen Charakter hat das für mich hier. Wenn du ehrlich zu dir bist und dir ganz genau deine Verletzungen, deine alten Verletzungen anschaust, richtig ehrlich zu dir sein und genau schaust, Moment, wo ist hier noch mein Pferdefuß, dann löse den. Und wenn du den löst, dann hast du fantastische Aussichten. Dann ist ein Kreislauf vollendet. Du hast vielleicht etwas richtig Altes endlich abgestreift. Du hast es transformiert. Schmetterlinge, the world, die Welt. Hast diese alten Verletzungen, wo es mühselig war und so weiter, hier für die kleinen Schildkröten zum Strand zu, nicht auf dem Strand, nicht zum Strand, sondern vom Strand ins Meer zu kommen, diesen Weg zurückzulegen. Sehr, sehr mühselig, aber sie sind kurz vorm Durchbruch, sie sind kurz vorm Ziel. So, und wenn der Durchbruch geschafft ist, dann. Aber als Basis unterliegend ist tatsächlich die Ehrlichkeit. Nicht mehr vor den Dingen davonlaufen, sondern sie wirklich direkt anzuschauen. Ich gucke mal, was hier noch drunter liegt. Das interessiert mich. Der Hierophant. Ja, der Hierophant, das ist natürlich die Zahl, die 5. Da geht es um Erleuchtung, da geht es um Glauben, da geht es um Überzeugungen. Ja? Von was bist du überzeugt? Bist du überhaupt von dir überzeugt? Oder, oder glaubst du mehr den anderen? Bist du mehr in dir verankert oder bist du mehr immer im Außen unterwegs und holst dir von dort die Dinge, nach denen du dich dann richtest. Das ist auch die Frage. Also Einser wollen führen, Einser wollen selbst entscheiden, Einser stehen gerade. Das ist wirklich Programm. Ja? Also für sich selbst einstehen, ganz wichtig. So, und jetzt hätte ich gerne noch eine einzige Karte hier. Und zwar eine schöne Affirmation für die Einser, für den Monat Mitte Oktober bis Mitte November. Aus der Schatzkammer der Seele. Schauen wir mal, was wir hier noch haben. Ach, ist das schön. Herzheilung. Mein Herz darf sich allem öffnen und heilen. Wow, dein Herz weiß, wohin die Reise geht. Mach dir das bewusst und höre auf dein Herz. Das ist das Gebot der Stunde tatsächlich. Das ist das, wie wir in Zukunft entscheiden sollten, weiterhin. Also möchtest du auf Basis deines Egos entscheiden oder auf Basis deiner Seele entscheiden? Und Seele ist natürlich Herz. Und du kannst davon ausgehen, wenn du dich natürlich nach deinem Herzen richtest, da ist das wahre Glück zu finden. Und ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, hefte dir das meinetwegen an Spiegel oder sowas, aber oder sag dir das immer wieder vor, mein Herz darf sich allem öffnen und heilen. Und das fühlt sich alleine schon mal jetzt hier richtig, richtig gut an. Ja, und ich hoffe, dass du hier für diese Legung oder aus dieser Legung jetzt was mitnehmen konntest. Ich danke dir von Herzen fürs Zuschauen. Wie gesagt, melde dich gerne bei mir, wenn du eine Numerologie-Analyse haben möchtest für dein Geburtsdatum im Speziellen.
und für die aktuelle Zeitqualität. Würde ich mich sehr freuen drüber. Auch natürlich liken, kommentieren, Kanal abonnieren und gerne auch weiterempfehlen, würde ich mich sehr freuen. Damit hilfst du meinem Kanal. Alles klar, ich danke dir von Herzen. Bis zur nächsten Botschaft, bis zur nächsten Legung. Würde mich freuen, wenn du mit dabei bist und sag bis dahin Namaste.